So, willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Ramses der Dicke. Ein kleines Tutorial, wie man also Gierspenst bekommt, beziehungsweise diese Tasche bekommt, aus der man dann Gierspenste halten kann, mit der man Münzen vermehrt sammeln kann, wie man Goldlockmodule hält. Ich habe noch gar nichts ausprobiert, ich möchte das jetzt mit euch zusammen machen, aber habe meinen Bildschirm hier von Pokémon Go und habe hier einen Bildschirm von meiner Switch. Ich hoffe, das nimmt man so auf und das sieht man. Erstens gehe ich in Pokémon Go hier auf meine Einstellungen. Das sieht jetzt alles anders aus. Ich weiß nicht, das sah heute noch normal aus. Jetzt sieht es so geordnet aus. Und hier steht als dritter Punkt dann bei AR-Uploads verbundene Geräte und diensterweiterte Einstellungen. Also im dritten Block ist der dritte Punkt verbundene Geräte und Dienste. Da kann man hier Nintendo Switch auswählen. Verfügbare Geräte, keine Geräte gefunden, steht nichts da, weil ich jetzt auf meine Nintendo Switch gehe und wechsle auf das Pokeportal. Im Pokeportal habe ich hier drüben verschiedene Sachen und ganz unten steht Geheimgeschenk. Ich gehe also auf Geheimgeschenk und habe hier die Option Verlinkung mit Pokémon Go. Jetzt kann ich ein Pokémon Go Konto verknüpfen auswählen. Bestätige das Ganze. So. Ein Konto zum Verknüpfen wird gesucht. Jetzt gehe ich wieder hier rüber auf mein Pokémon Go. Gehe auf Verbindung zu Nintendo Switch herstellen. Jetzt lädt das hier. Gleichzeitig lädt es hier drüben hoffentlich auch. Wo ist jetzt meine Maus hin? So, hier. Das Konto von Ramses der Dicke wurde gefunden. Möchtest du dieses Konto verknüpfen? Ja, das Konto wurde verknüpft. Versuche dich jetzt mit Pokémon Go zu verbinden. Wird mir hier jetzt aber schon angezeigt, bei verfügbare Geräte Nintendo Switch ist an sich verbunden. Wenn ich jetzt hier in meine Items gehe und das Postkartenbuch auswähle, kann ich Postkarten, die in diesem Postkartenbuch sind, mit dem Punkt hier unten in der Ecke anwählen. Die konnte man normalerweise einfach nur entfernen. Hier steht aber jetzt neu der Punkt an Nintendo Switch schicken. Jetzt drücke ich mal da drauf. Diese Postkarte verschicke ich jetzt mal. Möchtest du die Postkarte verschicken? Natürlich. Bist du sicher, dass du sie verschicken willst? Okay, Nintendo Switch wird gesucht. Jetzt sucht das und jetzt muss ich wahrscheinlich hier wieder mit Pokémon Go verbinden drücken. Jetzt steht da bei dem anderen, Postkarte wird geschickt. Also hier geht's rüber. Hier kommt was an. Ist das heftig, oder? So verschickt man eine Postkarte. So. Vivillon mit ungewöhnlichem Muster sind erschienen. Du erhältst 50 Gierspenstmünzen und 5 Sonderbonbons. Das sieht auf jeden Fall krass aus. Hier in Pokémon Go steht einfach Postkarte verschickt. Okay. Die Münztasche ist verfügbar. Öffne die Münztasche in deinem Itembeutel für einen geheimnisvollen Effekt. Wollen wir das jetzt schon mal machen oder wollen wir schauen, ob wir die hier auch noch rüberbringen können? Aber das ist ja eigentlich die gleiche. Also, was passiert, wenn ich das jetzt noch mache? Nintendo Switch wird gesucht. Wir gehen wieder mal hier rüber. Drücken auf B zurück, mit Pokémon Go verbinden. Macht jetzt das gleiche nochmal? Eigentlich müsst ihr jetzt sagen, aha, bei Pokémon Go kommt jetzt die Meldung, du kannst heute keine weiteren Postkarten verschicken. Man kann also gefühlt nur eine pro Tag schicken. Stimmt das jetzt nun also? Aber wenn man halt öfters welche verschickt, steigert sich die Wahrscheinlichkeit, dass man auch ein goldenes Modul bekommt, was man dann einsetzen kann. Ich habe das selber noch nicht. Das ist das erste Mal, dass ich hier gerade was mache. Ich verbinde es hier drüber also. Das sollte jetzt eben klar sein. Und in Pokémon Go gucken wir jetzt einfach mal, was ist, wenn wir diese Box aktivieren. Hier habt ihr nämlich die Wunderbox, also die Meltan-Box. Huch. Wieso zeigt es die nicht an? Die macht es sonst immer groß. Naja, egal. Haben wir nicht. GPS nicht gefunden. Dann gehen wir jetzt auf die Münztasche. Funktioniert gerade auch nicht. Wahrscheinlich eben wegen GPS. Das ist wunderbar, wenn man ein Video zu Hause aufnimmt. Hallo. Muss jetzt aufstehen, Raum verlassen. Moment. GPS hier. Stimmt hier gleich. Oh,
So, das GPS-Signal ist immer noch weg. Jetzt ist es wieder da. Jetzt muss ich schnell mal hier auf die Box, auf das Münztasche. Die Münztasche ist verfügbar. Öffne die Münztasche in deinem Beutel. So, ich drücke mal drauf. Ihr seht, hier steht eine halbe Stunde. Würde die jetzt laufen? Und hier ist jetzt ein Gierspenst erschienen. Ein wildes Gierspenst erscheint. Ich weiß gar nicht, bringt das denn jetzt was, wenn man da eine Beere nimmt? Ich habe jetzt eine gelbe Beere genommen, wofür es ja sonst immer mehr Bonbons gibt. Kriegt man jetzt hier statt Bonbons Münzen? Nee, man kriegt Bonbons. Gierspenst hat Gierspenst Münzen fallen lassen. Jetzt haben wir den Pokédex-Eintrag von Gierspenst bekommen. Wir können es auch gleich mal bewerten. 0 Sterne, das sieht gut aus. Wir brauchen 999 Münzen, um es zu entwickeln. Und die Bonbons sind also dann dafür da, um es hochzuziehen, Power-Ups zu machen. Also das ist auch klar und verständlich. Und ihr habt jetzt also eine halbe Stunde Zeit und könnt hier jeden Tag eine halbe Stunde Gierspenst farmen, so wie ihr eben Meltang gefarmt habt. Ich weiß nicht, wie hoch die Droprate ist, also wie oft und ausgiebig da jetzt was erscheint. Beim Rauch müsst ihr euch ja bewegen. Bei der Meltan-Box müsstet ihr euch nicht bewegen. Wir gucken einfach mal, ob noch ein zweites hier raushüpft. Und dann ist das eigentlich schon alles. Also ich habe etliche gesehen, die heute gefragt haben, wie verbindet man das denn? Ich finde das nicht oder wie geht das? Deswegen einfach kurz ein Tutorial gemacht. So kompliziert scheint es also nicht zu sein. Einfach dort bei Geheimgeschenk auswählen, hier in die Einstellungen gehen, dann überall gleichzeitig bestätigen und dann hat man das auch. So, jetzt gib mir doch wenigstens noch ein weiteres. Oder wie lange soll ich jetzt noch warten? Bei Meltan kam, war das irgendwie flüssiger. Eins. Haben wir irgendwo einen Goldstop? Sehe ich gerade auch keinen. Doch, da hinten ist einer. Da ist noch ein anderer. Wenn ihr also diese Goldstops dreht, könnt ihr auch Münzen erhalten. Und wenn irgendwo ein Goldmodul gesetzt ist, können auch wieder Gierspenst erscheinen. So. Ist noch irgendwo was Goldiges? Da hinten auch noch. Da ist noch eine gelbe Arena. Die sieht sowieso immer goldig aus, aber... Ich finde jetzt hier kein anderes Grad. Vielleicht muss man sich doch bewegen, damit er mehr rauskommt oder so. Ich weiß es nicht. Das soll auf jeden Fall in erster Linie ein Tutorial sein, dass ihr eben seht, wie ihr das verbindet. Es hat auf jeden Fall geklappt mit dem Verbinden. Ich habe das Ding jetzt bekommen. Und wenn ich morgen eine neue Postkarte an meine Switch schicke, kann ich die Box wieder aufmachen und kann weiterhin, also Gierspenst, Bonbons farmen, Gierspenst farmen auf ein 100er. Das kann man hoffentlich auch tauschen, sodass man auch ein Lucky Gierspenst bekommt. Müsste gehen, war bei Meltan ja auch so. Aber irgendwie ein zweites habe ich jetzt trotzdem noch nicht gesehen. Oder es ist so klein, dass ich es halt einfach übersehe. So, habt ihr es schon ausprobiert? Habt ihr schon ein Gierspenst bekommen? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich werde es jetzt hier ausmachen, bevor sich das zu sehr in die Länge zieht. Und viel Erfolg bei dem Feature. Mal gucken, wer zuerst sein Monitigo entwickelt hat. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.